Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren, beziehungsweise geht es nicht nur um Mounts, sondern auch ein bisschen Timok, was wir hier bekommen. Wir schauen uns einmal als erstes das Mount an, und zwar heißt das Mount einmal Grimheul und das können wir nur als Dunkeleisenzwerg erspielen. Das ist auch das Reittier, auf dem ich mich hier gerade befinde. So ein richtig schickes Mount mit einem Haufen Armor dazu, wo wir dementsprechend auch das passende Set uns ja schon erfarmt haben, wenn wir denn einen Dunkeleisenzwerg schon mal auf Level 50 gespielt haben. Zusätzlich gibt es dann auch noch ein bisschen Waffen-Timok. Ich habe einmal hier, wie ihr seht, einen riesen Hammer, ja, also den ich gerade hier anhab. Und zusätzlich gibt es dann einmal noch eine Axt und ein Schild für alle, die gerne einen Tank spielen, wie ein Pala oder einen Worry. Wo kriegen wir das Ganze her? Da müssen wir eine neue Quest machen, die es jetzt mit Patch 9.2.5 gibt. Und um die einmal bewältigen zu können, brauchen wir aber eine kleine Voraussetzung. Wir müssen einmal einen Dunkeleisenzwerg uns neu erstellt haben und diesen dann auf Stufe 50 gespielt haben. Da gibt es nämlich dann einmal den Erfolg Tradition der Dunkeleisenzwerge. Wichtig ist, den Char dürft ihr weder boosten, noch dürft ihr quasi einmal den Volkswitch machen, also in irgendeinen anderen Char hochspielen, zum Beispiel irgendeinen Troll und ihn dann zum Dunkeleisenzwerg machen. Das funktioniert nicht. Ihr müsst wirklich diesen einen Dunkeleisenzwerg von 1 auf dem entsprechend, oder ich glaube, starten die mit 8 jetzt oder 10, ich weiß nicht, die haben das ja ein bisschen geändert, dann dementsprechend auf 50 spielen. Dann kriegt ihr nämlich dieses Achievement und da kriegt ihr nämlich schon die Ausrüstung, die ich jetzt hier anhab, aber nicht die Waffen. Und mit der neuen Quest kriegt ihr dann das Mount und zusätzlich auch noch die Waffen, die zum Set schön dazu passen. Ist eine runde Geschichte und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal die Quest an sich an, um dementsprechend beide Sachen freizuschalten. Als erstes müssen wir jetzt einmal erstmal nach Sturmwind. Und zwar haben wir hier die Botschaft von Sturmwind auf den Koordinaten 54, 15. Und dort haben wir eine Maulwurfmaschine, wo wir uns direkt zur Schattenschmiede quasi teleportieren können. Und da kriegen wir auch die Quest. Alternativ könnt ihr euch auch hier einmal eurer Volksfähigkeit bedienen. Und zwar Maulwurfmaschine, die habe ich hier gerade schon mal aufgestellt. Und dort haben wir nämlich dann auch die Möglichkeit, einmal uns zu teleportieren und zwar auch zur Schattenschmiede. Bleibt sich gleich, was ihr macht, aber wahrscheinlich könnt ihr eh relativ fix in HSW kommen und da dementsprechend dann hier die Maulwurfmaschine einmal aktivieren. Sobald wir die aktiviert haben, sind wir dann einmal hier in BRD in einer instanzierten Version und dort haben wir dann hier hinten einmal diesen Schmied und der gibt uns dann die Quest, die wir haben wollen. Die können wir dann einmal annehmen. Und jetzt müssen wir einmal zum grimmigen Säufer hoch. Das ist quasi diese Schenke. Und genau, die ist hier oben. Da müssen wir jetzt einmal ein bisschen hier hinten hochlaufen. Da gibt es eine Brücke, habe ich gesehen, hier oben. Wurde mir gerade auch erzählt. Heißt, wir laufen jetzt einmal hier im Kreis hoch zur Schmiede. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich bin jetzt quasi unten hier hochgelaufen, aus der Tür raus und jetzt haben wir hier die Brücke, die sonst nicht da ist und dann können wir hier zum grimmigen Säufer hoch. Ich bin auch Nightfee und wir können hier, weil das als Gasthaus gilt, anscheinend die ganze mit der Nightfee-Gestalt rumlaufen, was ganz nett ist. Hier haben wir einen NPC, da geben wir jetzt mal die Quest ab und können die nächste annehmen. Okay, das ging jetzt schnell. Anscheinend muss man den vielleicht auch erst besiegen. Ah, wir können jetzt saufen und raufen. Ich glaube, ihr könnt mich besiegen. Was machen wir denn? Komm, wir machen mal Saufen. Schauen wir mal, was wir bei Saufen machen müssen. Wärmt euch am Feuer der Esse. Ah, okay, müssen wir jetzt was zum Saufen holen. Ich hätte wahrscheinlich lieber Raufen machen sollen. Okay. Sept. Müssen wir jetzt einfach hier Bier holen, oder wie? Komm, wir holen jetzt einfach mal so ein Zeug. Was haben wir da noch? So ein Wasser. Ich glaube, das ist nichts zum Saufen. Machen wir das mal so. Seid ihr hier, um mir zur Hand zu gehen? Ach so, warte mal, wir müssen einen starken Yard besorgen. Wir müssen ein bestimmtes Gesöff kaufen. Okay, wo haben wir es denn? Ist aber nicht dabei, oder? Wasser? Schwierig. Also da sehe ich jetzt nichts. Können wir uns da nochmal... Komm, wir tun uns umentscheiden. Wir machen mal kämpfen. Irgendwie hat er das nicht dabei. Machen wir mal raufen. Oder ich habe es jetzt einfach nicht gesehen. Gut, mein Pala ist jetzt, glaube ich, nicht so gut equipped, ne, mit dem ich das jetzt hier mache. Aber ich denke mal, den müssen wir down kriegen. Hauen wir den mal um. Gut, ich habe ihn gerade besiegt. Hat doch einen Ticken gedauert. Ist abgeschlossen. Ich hab noch Eisen zu schmieden. Und jetzt können wir das einmal abgeben und wir kriegen jetzt hier der die Entwürfe. Eisenclan wird eine neue Zukunft schmieden.
Und jetzt müssen wir ein paar Barren besorgen, einen Flammenkern und noch etwas. Okay, jetzt dürfen wir hier ein bisschen rumlaufen, mal schauen, wo wir das Zeug herkriegen. Also die Barren scheinen hier überall rumzuliegen. Ich habe jetzt hier gerade noch den siegenden Flammenbringer gefunden. Der ist quasi einfach auch in der Schenke, wenn man die Treppe runterläuft, links in dem Raum drin. Und jetzt gucken wir mal noch, hier unten haben wir dann anscheinend auch noch mal ein Item. Da werden wir jetzt auch gleich nochmal hinschauen. Die restlichen Barren habe ich jetzt gefunden, als ich quasi hier in dem Weg runtergelaufen bin. Und hier ganz hinten haben wir jetzt eine Zwerge, da können wir Wie uns das kann ich letzte helfen? holen. Flammenspritzgravur, schimpft sich das. In der Tiefe der Erde schlummern unzählige Geheimnisse. Gut, sobald wir das haben, dürfen wir jetzt einmal zurückhatschen und schwa wieder zum Amboss, zum Kollegen. Ganze abgeben. Mal gucken, wie viele Quests das overall sind, ne? Gibt es ja dann einiges auch als Belohnung. So, das geben wir einmal ab. Und dann ist es anscheinend schon die letzte. Jetzt müssen wir dem Der Typen noch helfen, das Berg zu schmieden. führt Ich bin uns nach bereit. Hause. Auf geht's. Mal die Barren platzieren. Okay, also viel mehr soll ich anscheinend gar nicht machen, außer das Zeug zu platzieren. Ich Okay, folge dem sind schon fertig, Ruf des wunderbar. Berges. Können wir einmal abgeben gehen. Und jetzt müssen wir zu Wer dem mit Feuer Zornschmied. spielt, verbrennt sich die Finger. Beziehungsweise wir haben jetzt schon einmal hier die Sammlung bekommen und da gibt es dann diese Waffen, beziehungsweise müsste auch ein Schild dabei sein. Das lernen wir an der Stelle schon mal. Und jetzt gucken wir mal, wo ist der Zornschmied? Achso, der ist da hinten. Das war der, wo wir vorher schon waren. Perfekt. Hier können wir leider nicht aufmounten, sonst hätte ich jetzt gleich schon mal geguckt. Aber wir können uns schon mal so ein bisschen die T-Mog-Sachen anschauen. Die Vorlagen. Ah, schau mal, die Axt hätten wir hier zum Beispiel schon mal. Dann ein Schild haben wir dabei. Und dann haben wir noch so einen Kolben. Gut, der ist jetzt gar nicht mehr ganz im Bild, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. In Gut, und hier unserem müssten wir jetzt dann noch Herzen einen Mount brennt ein kriegen, oder? Feuer. Abgeben. Ah, da gibt Möge es der dann das Mount. Jetzt schwarze müssen wir die Amboss Bindung euch herstellen. segnen. Was haben wir da hinten? Das ist eine Kiste. Die nehmen wir mal auf. Achso, jetzt müssen wir hier quasi ein bisschen mit dem spielen. Okay, jetzt streicheln wir ihn erstmal. Mal so ein Bällchen. Füttern wir ein bisschen. Einfach nochmal ein Bällchen hin. Ach Mist, muss ich mir jetzt jedes Mal eine neue Kiste holen. Ach Manno. Vielleicht kann ich da auch mehrere. Ah ne, wir sind schon fertig. Okay. Ah ne. Müssen doch nochmal füttern. Viermal müssen wir ihn füttern. Schauen wir mal, kann ich mir alle Kisten gleich mitnehmen? Ja, das sieht gut aus. Da haben wir noch eine Kiste. So, kriegt er noch ein bisschen Futter hier, während der Bewegung nicht möglich. Mästen wir ihn dick und fett. Wunderbar, so, dann haben wir das fertig. Dann können wir einmal den Extra-Button aktivieren. Tada! Jetzt haben wir quasi auch einen mit einer Rüstung. Gut, keine Ahnung, wo der jetzt gerade die Rüstung hergekriegt hat. Auf jeden Fall Folge kriegen wir noch dem ein Ruf schickes des Mount. Berges. Und damit sind wir schon fertig. Das ging jetzt erstaunlich schnell, muss ich sagen. So, Mount lernen wir noch. Und dann würde ich sagen, porten wir uns einmal heraus und schauen uns das Ganze noch an. So, dann können wir uns zum Abschluss des Mount nochmal ein bisschen genauer angucken. Also, da haben wir das schöne Viech. Und dann auch nochmal das Mount Special. Ja, doch, macht was her. Passt auch gut zum Dunkeleisenzwerg. Und zusätzlich haben wir halt dann auch noch ein paar Waffenoptionen, ne? Ich habe mir jetzt einmal das Schild getemockt noch und dementsprechend die Axt. Das Grundtransmog vom Dunkeleisenzwerg, gut, der Umhang, der passt jetzt nicht dazu, aber der Rest zumindest, den kriegt man ja bei der ersten Quest schon von den Dunkeleisenzwergen, wo ich auch schon mal ein Video zu gemacht hatte. Und jetzt gab es halt einfach nochmal die Waffen bzw. Schild dazu und dementsprechend auch das nette Mount. Es gibt dann auch noch eine Zweihandwaffe. Die kann ich jetzt leider nicht themocken, weil ich leider keine Zweihandwaffe habe. Aber wir können uns die nochmal anschauen. Das müsste eine Zweihand-Axt sein. Schauen wir mal unter Vorlagen, Gegenstände, Waffen und oder ein Zweihandkolben, irgendwie sowas. Gucken wir mal, ob wir ihn hier haben. Ne, Axt ist es nicht, dann war es ein Kolben. Der hier. Aber der ist so riesig, dass man den gar nicht sieht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn irgendwie T-Moggen kann. Na, ich hab. Ah, warte mal. Wir können Trick 17 anwenden. Und zwar tun wir uns einfach irgendeine Erbstückwaffe holen. Irgendeine zweihändige. Und hier zum Beispiel ein Zweihandschwert. Da müsste ich auch einen Kolben drüber transmoggen können. Darf bloß nicht dumm sein.
Da können wir uns vielleicht einmal... Glücksbringer und Beute. Viel Glück. Muss den, glaube ich, erst anlegen, sonst wird das nichts. So. Jetzt können wir den Zweihandkolben drauf transmoggen. Ah, seht ihr, jetzt wird ein Schuh draus. Können wir uns den auch nochmal ein bisschen genauer angucken. Im Symbol sieht man es ein bisschen schlecht. Okay, das Ding ist riesig. Das Ding ist halt größer als der Zwerg selber, ne? Wenn er es auf dem Rücken hat, verschwindet es halt im Boden und ist oben drüber sogar noch größer. Okay, also wie will denn der Zwerg damit zuschlagen, wenn das Ding länger als er selber ist und er erst irgendwie vorne greift, ne? Naja, gut. Es sieht natürlich nice aus, aber von der Logik ist ein bisschen komisch. Gut, das war es eigentlich, was man hier bei dem Ganzen holen konnte. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr beim nächsten Video wieder reinschalten. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.